Ho, 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 meine lieben Leute. Na, lass mal lieber. Moin, meine lieben Leute. Willkommen zu einer Weihnachtsausgabe von Windcraft. Live aus Almush. Ja. Denn wir wollen was ganz Besonderes machen. Und zwar hier für den 24. Dezember, Heiligabend, machen wir die Craftmas Quest. Ja, das machen wir. Und aber zuerst müssen wir natürlich seinen Assistenten finden. Der ist irgendwo hier, ja, irgendwie in dieser Richtung da vorne irgendwo. Ist das der? Ne, Ashpa? Ist das Ashpa? Ah, eine Quest. Eine Chest, Entschuldigung. So. So, er ist bei 915. Okay. Also irgendwo da hinten wahrscheinlich. Irgendwo da hinten müsste er sein. 915, das ist... Okay, irgendwo hier schon. Hinten irgendwo muss er sein. Irgendwo da. Oh, ne. Die Zahl muss, glaube ich, größer werden. Muss die Zahl größer werden? Ah, oh, Mann. Ja, okay. Falsche Richtung. Falsche Richtung und wieder mal durch den Wasserfall. Ich hätte mich auch einfach rüberschießen können, ne, aber... Och, wer braucht's schon? Ah, ja, da ist er. Ist das er? Ja, es ist er. Santa's Assistant. Also, alles weg. Ja, und... Schuss! So. You come just in time, stranger. Something horrible happened. As we were en route around the world, preparation for Craftmas, we are vixiously attacked by a magma slime. We didn't suffer too much damage, but Santa's clothes and beard got burned. He cannot be in sound with his iconic beard and his red clothes. Bring me 12 leather and 2 red powder wand, so we can make some new clothes for him. Okay, red powder habe ich genug. Davon habe ich genug in der Bank. Das kann ich mir auch gleich schon abholen. Aber die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wo kriegt man Leder her? Wo bekomme ich Leder her? Dafür brauche ich, glaube ich, Kühe, oder? Ja? Kühe gab es, glaube ich, im Animal Dungeon. Aber dann wirklich dafür in den Animal Dungeon hinzulaufen? Na, sieht so aus? Nein. Also müssen wir uns irgendwie einen anderen... Na, irgendwas anderes suchen, ne? Um da das ganze unser Ziel zu bekommen. Erstmal muss ich ganz nach hinten in die Stadt, um mir hier, oh ja. Hier ist Merchant Bank. Irgendwo hier hinten ist die Bank. Das weiß ich. So, habe ich gelesen. Auf der Map. Ja, so, ne? Passt schon. Bin ich hier überhaupt richtig? Leute. Okay, sieht nicht so aus. Ah, da oben, ist. Okay, da oben ist die Bank. Ha, eiskalt vorbeigelaufen. So, regenerieren lassen. Hier ist der Armor Merchant. Der verkauft hier so Flawless und Refined, glaube ich. So Flawless, Chain Helmet und Refined Iron, glaube ich. Weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr so genau. Wo ist denn hier der Haupteingang? Das sieht irgendwie nicht danach aus. Oder? Oder? Ne. Irgendwie nicht, ja? So. Ja, wir sind nämlich hier draußen entlang. Da oben, Bankeingang. Yeah. Only trusted... Oh, Mann. Das ist ja wohl die Höhe. So, Leder. Gibt es denn irgendwo hier einen Lederspot? Ich gucke mal auf der Map nach. Hier, ja, Map... Windcraft, wichtigster, bester Freund von jemandem. Ich frag mich aber mal. Ah, das weiß ich zum Glück. Okay. Ja.
Sag mal. So fällt mir gerade nicht ein. Okay, ja, bekommen wir es schön. Okay, ab nach Ternavis? Da sind Kühe? Okay, ja, meinetwegen. Ja. Auf der Suche nach Kühen. Oder allgemein irgendwas, was Leder gibt, ne? Leder, Leder, Leder. Da kann man ja schon fast ein Lied davon singen. Nein. Okay, lieber nicht, ne? Auf jeden Fall, Black Armor Merchant habe ich euch ja letzte Folge gezeigt. Also das ist, eigentlich nicht so schwer, ne? So. Wir sind ja schon wieder. Ich hasse die Wüste sowas von, ja? Das kann ich nicht ab. Und da gibt. Ja, die geben hier eigentlich auch nicht so viel, ne? Ah doch, 3 Emeralds. Wow! Ja, absolut wow. Aber zum Glück können wir nur sagen, dass man hier immerhin noch Leute hier findet, ja? Dass man hier immerhin noch Leute findet hier in der Stadt. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Aber so oder so, ich muss erstmal nach Detlas oder. Na, ich gehe glaube ich zuerst nach Ternavis. Farm dort ein bisschen. Also so, wie es sich gehört. Für Weihnachten muss man ja schließlich ein bisschen was tun. Ach ja, und ich glaube, ich mache davon noch ein extra Infovideo, aber wenn ihr dieses Video hier seht, bin ich nicht mehr zu Hause. Oder bin ich halt im Moment halt nicht zu Hause. Denn wenn ich das Video hier mache, bin ich in Frankreich. Yay! In Frankreich Weihnachten feiern. Yo. Also mit Familie und so, halt Verwandte, Frankreich, bliblabliblub. Und da bin ich halt in Frankreich. Ganz einfach ist das. Und ich bin... Warum bin ich schon wieder Richtung... Ah, Mann. Ich will noch nicht Richtung Namrag. Gott, ich... Warum... Und ich erkenne das eigentlich nur daran, dass der Weg dann so mit Kies, falls drum und dran halt so schön aussieht. Ich muss eigentlich hier so ins Ödland, ja? So ein... Auf dem Ödland muss ich eigentlich eher bleiben. Auf jeden Fall vielen Dank an Nathan at L. Kiss oder... guck ich, glaube ich, in der Aufnahme nochmal wieder. Oder, ja, Elkins. Ja. Nathan Elkins. Schöner englischer Name. Ja, ich habe eigentlich auch irgendwas für die englische Sprache, aber naja. So oft spreche ich es ja und werde ich es wahrscheinlich nicht benutzen hier in diesem Let's Play. Es sei denn natürlich, ich lese Quests vor und bin einfach viel zu faul, die zu übersetzen. Auf jeden Fall, da wir hier jetzt schon bei Übersetzen sind, der, junge Mann da hat gesagt, dass wir, Red Powder und Leder herbekommen sollen, um halt Santa Claus, also den Weihnachtsmann, also halt vom Weihnachtsmann halt seine Kleidung wieder zu reparieren, ja? Und dafür werden wir jetzt nicht extra nach Kator Ranch laufen, ja? So sehe ich aus. Werden wir einfach nach Ternavis laufen, aber ich weiß natürlich, in Kator Ranch sind die Kühe natürlich da, ne? Das sind einmal, wie ist es nochmal? L irgendwas? Ja. Da sind ja einmal diese Kühe, ne? Die wir ja so für Bilvis ja so zusammenbringen sollten. Ah, oh, ne, ich lass einfach. Ich lass einfach. So, jetzt haben wir 2 Red Powder. Und, ey, der hat mir Speed gegeben. Vielen Dank. Sag ich jetzt mal. Ja? Haben wir hier ein bisschen Speed, Speed 2. Das bedeutet, naja, ist nicht das, was man natürlich haben will, ne? Aber es ist genug. Also gehen wir jetzt mal nach Ternavis, würde ich mal sagen. Und, ja, Ternavis. Eigentlich so eine kleine Farmstadt, ja, da habe ich ja auch Thorold geholfen, diesen Typen da im Corrupted Village zu helfen. Okay, das hört sich ein bisschen kontrovers an. Ist es auch, ne? Ist es ja auch. Aber Hauptsache ist ja, wir kriegen es hin. Kriegen es geschissen. Und deshalb laufe ich hier mal mit diesem Speedbonus. Ah Mann, das ist ja hier wie im siebten Himmel. Guckt euch diesen Speedbonus an. So, dann geht's da hoch, aber nur geradeaus voran. Aber was mich irgendwie wundert, ist, wie die, wie der Weihnachtsmann in der Luft von einem Magma-Cube getroffen wurde. Verstehe ich irgendwie nicht ganz so. Aber egal. So, ich musste euch in die Stelle rein.
Also Stelle mit Ä, nicht E. Also einfach nur Stelle. Kühe, 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 Kühe. Also ich brauche Kühe, ne? Ah, da drüben. Cow. Und Stab. Ja, klar. So, Cow. Na, hab nichts gedroppt. Habe ich denn hier irgendwas mit extrem... Nee, mein Spear of Prosperity habe ich ja weggegeben, stimmt. Mann, ich hab ja kaum was mit Loot-Bonus. Habe ich ja kaum ist gar nicht. Alter Schwede. Und noch ein Speer, Leech Spear. Und hier sind noch mehr Kühe drin. Keine Kühe, Mann. Schweine, meint natürlich. Nichts, nichts. Ich glaube, ich melde mich dann einfach wieder, wenn ich hier alles zusammengefarmt habe. Denn das kann noch lange dauern. Bis gleich nach der kurzen Unterbrechung. Und da sind wir dann wieder zurück. Ich habe inzwischen 11 Leder schon gesammelt. Also habe ich mir einfach so gedacht, ich schalte einfach mal hier zurück, um euch zu zeigen, wie ich dann wahrscheinlich das 12. kriege, um halt nichts vorzuenthalten und alles drum und dran. Eigentlich hätte ich schon 12, wenn ich am Anfang da aufs Dach gekommen wäre, denn da waren am Anfang zufällig Kühe drauf und dann hat eine Kuh da oben Leder gedroppt. Aber das ist nicht mehr so wichtig, denn wir haben unser Leder zusammen. Da drüben sind wir Almusch, also gehen wir gleich mal den kurzen Weg. Ah, ho ho ho, sagt man uns einfach nur zu dieser schönen Weihnachtszeit. Was haltet ihr eigentlich von Weihnachten oder was bekommt ihr? Ich weiß es noch nicht. Ja, ich weiß wirklich noch nicht, was ich bekomme. Obwohl, ist wahrscheinlich auch gut so. Und naja, dann gehen wir hier mal weiter die Mauer entlang. Eigentlich eine schöne Mauer. Also, wenn ich so bauen könnte, ja, das wäre toll. Denn bauen ist für mich Minecraft. Minecraft besteht für mich eigentlich aus Bauen, ja? Ich weiß nicht, was es für euch besteht, aber für mich ist es größtenteils eigentlich Bauen. Eigentlich so, bauen ist so, ja, das, was ich am liebsten tue in Minecraft. Und Mauer. Stadtmauer, Stadtmauer, Stadtmauer. Stadtmauerwerk. So. Jetzt bin ich hier. Und drüber und nochmal nach vorne schießen. Okay, da sind wir. In Almusch. Zurück. Und wo war er nochmal? Okay, dann sehen wir noch mal ein bisschen Action in dieser Folge. Einfach mal so ein bisschen Action. Aufladen, aufladen, aufladen. Lade ich auf, verdammt nochmal. So. Und ja! Ja! Wow! Ah, Mann, das ist cool. Also ein gutes Duell. Oh, gutes Duell. Puh, endlich mal Action hier. Also der Puls ging doch schon hoch, ja? Man merkt auch irgendwie, wenn man so in solchen Kämpfen ist, dann wird man total ruhig. Extremst ruhig wird man. Und... Ups. Naja, schön.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Ah. Okay, ich schreibe einfach mal, dass ich hier. Ups. Channel. So, wo war denn nochmal? Ah, da vorne war er, ja. Stimmt. Oh Gott. Aber trotzdem, wie ist so schon warten, ne? Na, wie verwenden wir die Quest dann erstmal, oder? Keine Ahnung. Excellent, you got everything. I'm sure Santa would like to meet you. Go down into my wine cellar. That is where is hiding. Ah, so da. Okay, ja, gehen wir in den Weinkeller. Yeah, cool. Santa told me about you. I can't think. Okay, erstens habe ich aber nicht gelesen, ne, aber I can tell by that look on your face just what you want for Christmas. Hey, Santa's pants. Ist immer toll. Das ist immer toll hier. Rare Item. Level 31 leider. Oh Mann, ich bin dafür noch zu schwach. Gottverdammt. Ah. Egal. Schöne Quest. Schöne Quest. Schöne Weihnachten. Ein Duell noch dazu. Die Folge hat alles, was man braucht bei Runecraft. Schön Action. Schön RPG-Style. Und damit dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Fest. Ich bin ja nicht da. Und nach diesem schönen Kampf und der schönen Mission wünsche ich euch ein frohes Fest und mit den nächsten Specialen, die halt so für Weihnachtstag 1 und Weihnachtstag 2 noch kommen. Und dann, ciao und frohe Weihnachten, sagt euch euer Daniel. Bis zum nächsten Mal und ciao.